Hi und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed und Part Nummer 25. Wir sind in Athen. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ich will mal ganz kurz schauen, wie es mit unserem Charakter aussieht, weil wir können doch bestimmt uns optisch ein bisschen verbessern. Ey, warte mal. Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Ja, wir haben noch Sachen, die wir nicht tragen können. Das passt. Wie kann man jetzt wieder die Optik anpassen, ihr Lieben? Oh Mann, wieso vergesse ich das jedes Mal? Das gibt's doch nicht. Aber das heißt, dass es nicht so intuitiv ist, leider. Sonst wäre es nicht so schwer. Nee, das sieht schon ganz cool aus. Machen wir mal unser Röckle an. Wäre eigentlich auch was Grünes ganz cool, ne? Haben wir nicht. Ja, das sieht schon cool aus, aber passt jetzt farblich leider gar nicht zu uns. Naja. Was ist mit den Schuhen? Naja, wir lassen es mal so. Schön geht anders, aber naja. Okay. Wir haben ein paar Söldner in der Stadt, habe ich gesehen. Die uns an den Kragen wollen. Guck mal, den können wir auf jeden Fall kriegen. Und 15 wird ein bisschen schwer, aber den holen wir uns jetzt mal hier. Den Boy. Da lassen wir uns nämlich nicht lumpen und ich habe keinen Bock, dass er uns weiter verfolgt. Außerdem habe ich sehr viel Lust, mal ein paar Söldner auf die Nase zu hauen. So. Ist gar nicht weit weg von uns. Mann, Entschuldigung. Wenn man die Leute umschubsen muss, das tut mir auch ein bisschen leid als, aber wenn die halt da immer dumm rumstehen, was soll man da machen? Ist der vor der Stadtmauer? Ach du Scheiße, wie komme ich denn da runter? Oh, dass die aber auch immer in den Tod springen muss. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann, dass sie eben nicht so tief springt. Wir brauchen so einen Kleidflieger. Ja, so ein... So einen kleinen Fallschirm. Wäre doch gut. Übrigens schon echt lange nicht mehr im Bogen geschossen. Ich würde sagen, den machen wir im Bogenblatt. Oh, es ist hübsch hier. Wow. Da kann man schön entspannen an dem kleinen Wasserlauf da an dem Brunnen. Oh, wo rennt denn der Typ lang? Aus dem Weg! Ey, der rennt einfach die Leute um. Oh, doch nicht auf den Baum rauf. Wieso rennt denn der so blöd, ey? Habe ich einen Brandpfeil auf dich geschossen? Denn. Ich muss mich erst wieder ans Schießen gewöhnen. Jetzt habe ich dich. Scheiß Winkel, ne? Das ist lachhaft. Ah!
Aua! Dann halt so. Hey, hallo? Du wusstest, dass du dich findest? Das glaube ich nicht. Ist überrascht, wie du warst, ha? Huh? Geil, den haben wir. Okay, die ist ein bisschen schlechter, die Brustplatte, deswegen nehmen wir sie nicht. Das ist. Ja, nee, den anderen schaffen wir noch nicht. Den können wir noch nicht angreifen, leider. Ist aber auch nicht so schlimm. Was haben wir denn eigentlich hier unten im Teil der Stadt? Jetzt nochmal ein Schmied, da gehen wir nochmal hin. Weil wir brauchen noch mehr Holz für unser Schiff. Unser Schiff noch besser verbessern. Noch besser verbessern! Ja, denn das ist nicht. So. Na komm, drüber mit dir. Die Webstube! Nein! Oh, Leute! Ich zieh einfach ins Feuer rein. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Wieso, was ist hier? Was Hallo. Genau suchst du? Ich würde gerne was kaufen. Und zwar. Achso, warte mal, das müssen wir erstmal. Ich würde gerne all das kaufen. Macht halt immer kaum einen Unterschied. Okay, warte mal, was ist da denn los? Den nehmen wir. Möge Hermes deine Schritte leiten. Ja, danke schön. Hermes, gib mir mal Päckchen. Wir nehmen jetzt den Bogen und verkaufen den anderen Bogen, würde ich sagen. Was kann ich für dich tun? Den werden wir nicht benutzen. Geil. Die werden wir auch nicht mehr benutzen. Den Rest behalten wir. Wenn ich etwas tun kann, sag es nur. Dankeschön. Sehr großzügig. Oh, der ist hier direkt. Die Leute, wenn wir den kriegen würden, das wäre schon geil, oder? Wir versuchen es einfach. Was soll der Geiz? Wir probieren es. Einfach nur, weil ich Bock habe, den jetzt zu killen. Oh Mann, was mache ich denn? Markieren bitte. Schön. Er ist auch gleich um die Ecke, ne? Kann es sein, dass der mich sucht vielleicht? Nicht sehen lassen. Ich habe gar keine Pfeile mehr. Oh Gott. Schnell neue Pfeile machen. Oh Scheiße. Jetzt haben wir unser. Hält mir gerade ein, wir wollten noch unser Schiff verbessern. Rammen verbessern, Rumpf. Ja, das müssen wir eigentlich machen. Das ist alles so teuer. Aber gut. Leute aufpassen, die da rumlaufen.
Ob ich mich davor auch schützen kann vor den Pfeilen? Na komm! Wir haben ihn gleich. Bringen wir es hinter uns. Aua! Wir haben ihn jetzt gleich! Na komm! Nice! Ja, war gar nicht mal so schwer und ich glaube, es hat uns auch ein paar EP gegeben. Okay, nice. Okay, jetzt haben wir den Söldner auch schon mal weg. Haben wir noch so irgendwo einen hier rumschwirren oder war es das jetzt? Was ist das da hinten? Stufe 15. Er ist jetzt natürlich super weit weg. Können wir uns dahin teleporten? Wir dann schneller? Was ist die Stadt riesig, ey. Und wir schnell reisen mal dahin und dann wandern wir mal darüber. Aber es ist voll die Riesenstadt. Voll krass. Sah so klein aus erst und dann puff. Mega City. Ah, das Zerlegen von Ausrüstung und Waffen bringt uns auch Holz. Das könnte man natürlich auch machen. Gott, wie kommt man denn da hier? Leute, ich weiß nicht, wie man runterkommt, gell? Ich kenne keinen Weg, um sicher irgendwo runterzukommen. Guckt euch das an, was ich meine. Ach so, okay. Da gibt's was. Ich würde mich gerade schon beschweren. So, what? So, da gehen wir mal hin. Ich weiß nicht, was wir da machen, aber wir gehen da jetzt mal hin. Oh, wie schön das hier ist. Hier würde ich gerne mal leben. Vielleicht können wir mal ein Haus hier kaufen, ne? Ah, ich weiß nicht, wie man das machen kann, ihr Lieben. Das ist echt zu krass, wie sie da immer rumhüpft. Das bestimmt ist es gar nicht schwer, das zu machen, aber ich weiß natürlich wieder nicht, wie es geht. So, mit Phoebus reiten wir da jetzt nicht hin, weil ich nicht glaube, dass er das gut macht. Der rennt ja wieder überall dagegen. Da sind wir wahrscheinlich viel schneller zu Fuß. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Wer jetzt? Okay, da hinten. Ah, vielleicht hat der Schmied auch neue Olivenhölzer. Weiß ja nicht, wie oft er da immer auffüllt. Ah, da oben sind noch Hölzer. Kisten, die können wir uns dann auch gleich krallen. Machen wir dann, sobald wir bei diesem Typen da waren. Oder was auch immer das ist. Den einfach bezahlt oder ob man den töten sollte? Ah, der ist da drin. Dann lassen wir mal Icarus drüber. Waffenlager, geil. Okay, Level 15. Oh, oh. Wollten wir hier nicht letztes Mal schon rein, im letzten Part? Hatten wir es nicht geschafft? Ich glaube, die sind zu schwer. Wir können es kurz probieren. Hm. Ich will wieder nicht speichern, ey.
müssen wir leider nochmal raus. Weil speichern ist wichtig. Ohne Speichern haben wir wieder geloost, so wie jedes Mal. Und dann müssen wir wieder ganz hier vorne anfangen. Oh, oh. Nicht gut. Stimmt was nicht. Sind so krass hier, glaube ich. Hey, hör sofort auf damit. Oh fuck, jetzt kommen alle. Das wollte ich jetzt nicht. Das ist nicht gut. Oh oh. Was? Mich besiegst du nicht! Sieg! Scheiße, 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 scheiße. Jetzt geh doch da rein, ey. Oh Gott, sie rafft's wieder nicht. Oh, also was sie da immer macht, das geht mir so auf den Keks, ne? Sein Krieg schon wieder. Oder Krieg! Das stimmt, du bist göttlich. Oh, danke. Ich weiß, haben die schon Alarme gerufen. Also, boah, der vergiftet mich, scheiße. Oh fuck, was machen die jetzt da? Oh, au! Leute, das ist schon wieder so ein endloser Kampf. Heil mich doch! Nein!
Okay, ist zu krass. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, ich will nicht schlecht sein. War zu krass. Verstehe. Okay. Ärgerlich. Echt ärgerlich. Schade, ey, Leute. Ich hätte es jetzt gern erledigt da. Geht leider noch nicht. Müssen wir etwas später nochmal hin. Okay, das können wir nebenbei machen, glaube ich. Spartanische Siegel findet man bei spartanischen Polemarchen in Festungen. Ja, wir haben ja noch keine Festung gefunden, ne? Hm. Okay, wir können jetzt hier hingehen. Ich darf mich hier nicht erwischen lassen. Nox, oder wie er heißt, sprechen. Sehr ärgerlich. Entschuldigt. Oh, hey, Pferdchen, du hast die Frau umgeschmissen. Das macht man aber nicht. Und dann noch ein bisschen erziehen, unser Pferd. Die Marmorwerkstatt. So, so. Oh, da machen sie ganz tolle Statuen hier. Schön. Ich habe leider keine Hupe an meinem Pferd. Ich muss selbst gucken. Die würden sich umgucken, wenn die plötzlich Autos fahren würden. Ich bin schneller. Dein Pferd ist langsam. Ich habe den Porsche unter den Pferden. Voilà. Tut mir jetzt wirklich leid. Okay. Hier freundlich. Oh oh. Vater der Demokratie. Ist das hier? Level 25, kann das sein, dass wir da noch gar nichts machen können? Dass wir erst leveln müssen? Bin sehr gespannt, wir versuchen es mal. Wir gehen jetzt einfach mal hoch und tun so, als wären wir ein Besucher. Und gucken mal, was passiert. Wenn die uns angreifen, haben wir halt ein Problem. Können wir schon was machen? Die Spartaner mögen vor unseren Mauern stehen, doch wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Hör deine Ohren. Freunde, Freunde, bitte! Gott sei Dank müssen wir den nicht bekämpfen. Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen. Eine gute Ernte. So schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte. Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles. Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien. Es gibt bereits zwei Lager. Und Sparta gewinnt. Handle, Perikles, oder ich werde es. Kann der mal aufhören, sich so aufzuspielen? Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Hey,
Ich will keinen Stress. Bleib zurück! Sie ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. Dankeschön, so nett. Hi, Perikles. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Ja, das stimmt. Und wer ist das? Cassandra. Willkommen, Cassandra. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Sehr prachtvoll. Du und Kleon hattet beide gute Argumente. Gute Argumente scheinen die Menge wenig zu kümmern. Sie haben Angst und Kleon gießt Öl ins Feuer. Perikles, wir sind hier, um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen. Das haben doch alle. Nein, uns das ist dringend. Ich sagte Cassandra, dass du sie vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Bittest mich, das Athenervolk auszuschließen, um eine Fremde einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Ja, aber... Wenn sie für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge sie vielleicht als Dienerin wahr. Ich bin niemandes Dienerin. Cassandra, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Okay. Und was genau ist es, was du willst? Ja, wenn ich das so genau wüsste, ey. Ich suche nach einer Frau, die mir sehr wichtig ist. Herodotos sagt, ein Symposium sei der richtige Ort, um Informationen zu sammeln. Damit hat er recht. Ich kann dich einladen, aber ich kann nicht versprechen, dass du deine Informationen bekommst. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Metirochos. Er sollte mich heute treffen. Und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Mach ich. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Schon die zweite Aufgabe. Sonst noch etwas? Ja. Ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Was ist das? Scherbengericht? Der Begriff Exil ist dir vielleicht geläufiger. Hier in Athen stimmen wir darüber ab, wer von zwei Personen gehen muss. Es geht um den Sophisten Anaxagoras und einen anderen. Der Vorwurf lautet Gottlosigkeit. Okay, krass. Mein Kontakt bei der Agora kann dir mehr sagen. Was, wir haben drei Quests? Phidias? Der berühmte Bildhauer? Was hat er denn getan? Er wird verschiedener Vergehen angeklagt und erwartet sein Verfahren. Du findest ihn gut bewacht in seiner Werkstatt. Metiochos. Du sagtest, er sei ein Freund? Metiochos. Politiker und Verbündeter. Und einer meiner treuesten Freunde. Hey, schön. Wird erledigt. Ich erwarte äußerste Diskretion. Natürlich. Das lief gut. Es ist nicht direkt eine Einladung, aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Solange ich sie bekomme. Okay. Das heißt, wir haben ganz viele neue Quests, ihr Lieben. Welche machen wir denn jetzt? Oh, ich muss das zuklappen, das nervt mich mega. Okay. Mach mal... Ah, nee, wir machen jetzt erstmal die, die am nächsten ist. Hier zu Metichus Anwesen. Und sie fällt schon wieder sehr tief. Ja. Okay. Wir haben die Kopfgeldjäger ein bisschen ausgeschaltet. Wir haben nur noch einen toten Kopf. Geil. Okay, und dann kann er uns was über unsere Mutter sagen. Vielleicht. Oh, was ist denn hier los? Was ist hier los? Komm ich hier rein? Ich helfe dir. Ich helfe dir doch. Wie komme ich denn da rein in dein Haus? Töte die Schlangen. Aua! Alter, haben die Schaden gemacht. Oh Gott, Typ, was ist passiert? Der Arme. Michrochdichros. Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Wer war das? Die hätten dich schon nicht gefressen. Aber sie hätten mich sicher umgebracht. Also danke. Sehr gerne.
Ich bin stets zu Diensten, wenn ich helfen kann. Die Welt braucht mehr von deinem Schlag. Besonders zur Zeit. Ja. Perikles schickt mich. Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Das mache ich, wenn du mir sagst, wer es war. Die Schläger! Gut. Hast du deine Entführer erkennen können? Perikles schickte mich ins Fischerviertel, um mit den Armen und Kranken zu sprechen. Um Hoffnung zu spenden. Deshalb habe ich ihre Stimmen erkannt. Okay, ja? Die kommen aus Fischersviertel. Sie haben mich mit Essen beworfen und beleidigt. Ihre Gesichter waren verhüllt. Doch ihre Stimmen und der Gestank nach Fisch waren unverkennbar. Boah, da kriege ich aber trotzdem Hunger, ne, wenn ich das... Warum tut jemand sowas? Politiker sind leichte Ziele in diesen rauen Zeiten. Sie haben gesagt, ich wäre eine Schlange. Ja, deswegen auch die Schlange. Und sollte auch durch Schlangen sterben. Ja, Arme. Wo soll ich suchen? Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich habe eindeutig ihre Stimmen erkennen können. Sie gehören zu Cleons Anhängern. Oh. Sie leben im überfluteten Teil der Stadt, nahe der Mauer. Mhm. Okay, da gehe ich hin. Ich spüre sie auf, Meteoros. Keine Sorge. Ja. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Ich werde mich kümmern. Ich gehe jetzt erstmal da zum Fischersgebäude. Oh Mann, ey, Leute. Ah! Meine Zucht, gell, mit dem Klettern. Das ist so geil, dass es geht, aber ich bin so Dauershift-Drücker. Was ist das hübsch hier? Obwohl es überflutet ist. Der Teil von Athen, auf den Perikles unmöglich stolz sein kann. Hier muss es doch irgendeinen Hinweis geben. Ja, das ist so schon mal... was ist passiert? Warum werde ich von den Schlangen getötet? Hallo? Geht es denn noch gut? Das finde ich jetzt scheiße. Das finde ich jetzt richtig scheiße. Aber ich sehe auch gerade, wir sind schon eigentlich schon wieder viel zu lange am Aufnehmen. Ich würde den Part jetzt beenden. Im neuen Part suchen wir dann die Spuren. Hier muss es doch irgendeinen Hinweis geben. Genau. Im neuen Part suchen wir hier die Spuren und beginnen auch die nächsten Quests. Wir haben einiges zu tun, müssen auch noch einige Level schaffen, damit wir auch den nächsten Durchbruch in diesem Lager da schaffen, im Waffenlager. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Part wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssi.